Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du dich, wenn ich mit deinem Vater rede, nicht einmischen sollst? Ich war ganz kurz davor, ihm diesen Schwachsinn auszureden. Aber nein, du musst ja hysterisch dazwischen gehen. Mama, ich war nicht hysterisch. Ich kapiere nicht, wieso du ihm keine Chance gibst. Und mit ihm mitgehst. Ich habe ihm bereits zig Chancen gegeben, glaub mir, mindestens 30. Ich gebe ihm doch ständig Chancen. Musst du gleich so schreien? Tu ich doch gar nicht. Doch, tust du wohl. Er hat eben manchmal Probleme, seine Gefühle auszudrücken. Mhm. Er hatte 30 Jahre Zeit, es zu lernen. Ich mein's ernst. Du könntest wirklich ein bisschen netter zu ihm sein. Frauen sollten zusammenstehen, erst recht die Frauen aus einer Familie. Mama, ich stehe doch auf deiner Seite. Aber willst du allein sein im Alter? Willst du das riskieren? Du weißt, er wird sich nicht ändern. Und weil er sich nicht ändert, muss ich es tun, ja? Muss immer ich die Opfer bringen? Alles klar. Du liebst ihn nicht, oder? Na toll. Was schreist du denn so? Das klingt furchtbar. Jetzt lass mich doch schreien. Guck mal, das hier sieht gut aus. Das ist grauenvoll. Ist es nicht. Probier's einfach mal an, okay? Ich will doch nur, dass ihr zusammenbleibt. Ist das falsch? Der Mann hat mich betrogen. Hat er doch gar nicht. Das hat er wohl. Würdest du bitte... Es sind ja auch alle nur hier, um dich nackt zu sehen. Natürlich sind sie das. Kannst du das lassen? Ich sehe doch jetzt schon, dass das so nichts wird. Kaschka, Etikett und Reißverschluss gehören an den Rücken. Du hältst es verkehrt rum, du musst es... Alles klar, bitte, wenn du alles besser weißt, darf ich... Ja, gute Idee, geh einfach. Hörst du bitte mal auf, hier rumzuschreien? Ich schreie überhaupt nicht, aber du bist nicht hysterisch. Verdammt! Entschuldigung.